Und damit ein herzlich willkommen zu meinem Let's Play Skyrim. Ja, heute ist es endlich soweit. Die PC-Version in der Remastered Edition, also quasi Grafik überarbeitet, etc. bla bla, auf modernsten Standard angepasst, kam heute endlich raus. Und ich hatte mir das ja schon lange auf die Liste geschrieben, endlich mal wieder Skyrim zu spielen. Ist zwar schon sehr lange her, ich glaube gefühlte 10 Jahre, wo ich das letzte Mal Skyrim gespielt hatte. Weiß wahrscheinlich auch fast gar nichts mehr, aber wir fangen doch einfach mal gemeinsam hier ein neues Spielchen an. Ich habe mir die Remastered-Version auch überhaupt noch nicht angeschaut. Das heißt, wir entdecken die jetzt quasi gemeinsam neu. Mal schauen. Ich bin auf jeden Fall schon mal sehr gespannt, ob das jetzt wirklich grafisch so der Hammer geworden ist, wie sie es angekündigt haben. Wir werden sehen. Lehnen wir uns erstmal zurück und genießen unser Intro. Seid ihr wach? Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein. In Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Ihr da. Ihr und ich. Wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich her ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln, die... Ruhe da hinten! Und was stimmt mit dem nicht? Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben, bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden, aber Sovngarde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Nords seinem Zuhause gelten sollten. Rorikstad. Ich komme aus Rorikstad. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Schau. Acha. Dibella, Kynaret, Akatosh. Ihr Göttlichen. Bitte helft mir. Seht nur. General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihnen. Verdammte Elfen. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Das ist Helge. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Obwohl Wilod immer noch seinen Wacholderbärenmet braut. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Ins Haus, sofort. Oh. Ja, Papa. Warum halten wir an? Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Nein, wartet! Wir sind keine Rebellen! Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut, Dieb. Ihr müsst es ihnen sagen. Wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Windhelm. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric.
Karloff von Flusswald. Lokir von Rorikstadt. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Ihr werdet mich nicht morgen schützen. Will sonst noch jemand fliehen? Wartet. Ihr da, tretet vor. Wer seid ihr? So, und nun sind wir in der Klassenerstellung. Ich muss doch mal schauen, ob ich hier irgendwie den Ton da noch leise lauter bekomme. Ich finde den fast ein bisschen leiser, aber wir erstellen uns erstmal schnell. Was spielen wir denn? Nein. Zauberkünstler. Das ist ja eigentlich immer so meine Richtung. So kleiner Haut drauf mit Magie. Nein. Nein. Kaiserliche, ja, eigentlich gerne, aber ja, vielleicht, nein. Nord sind ja die reinen Haut drauf, Leute, genauso wie die Orkse. Rotwadrone. Naja, sind auch nicht schlecht. Nein. Elfen fallen schon mal alle raus. Ich bin ein Bretone. Ja. Nein. Körper. Geschlecht. Wäre natürlich auch mal interessant, die ganze Story mit einer Frau durchzuspielen. Ja, machen wir einfach doch mal. Gibt's da auch was, was... Ja. Schaut die immer noch am besten aus. Ja, ein bisschen dunkler machen wir sie. Gewicht. Ah ja. Mittelmäßig. Passt schon. Gesichtsfarbe passt so. Streckig ist er nicht. Schmutzfarbe, Narben. Ja, die ist viel rumgekommen. Schon viel Viecher erlegt. So eine kleine Kriegerin. Eine Kriegsmagier-Hexe. Eine Kriegshexe. Das klingt gut. Ich werde eine Kriegshexe. Dann passt eigentlich sowas schon wieder fast besser. Weil ich jetzt nicht der Fan von diesen Malereien bin. Nee. Nö, passt so. Ja. Ach, das interessiert mich eigentlich alles weniger. Passt. Braue, Mund. Ja, gut. Haare. Was gibt's denn noch? Für eine Hexe braucht man eigentlich was ein bisschen ausgefalleneres. Finde ich jetzt. Ah, wir wollen jetzt hier nicht ewig die Zeit in Anspruch nehmen, wie wir hier unseren Charakter erstellen. Ah, wir nehmen sie einfach hier, wie wir gesagt hatten, dieses Zeugs da mit diesem Zeugs da. Passt. Ah, so bleibt sie. Und die Farbe. Ist eine Hexe. Schwarz. Jo. Passt. Und Namen geben. Wir nennen sie Jackie.
Ihr kommt aus Daggerfall, Bretone? Auf der Flucht vor irgendwelchen Hofintrigen? Hauptmann, was sollen wir tun? Sie steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Sie geht zum Block. Wie ihr befehlt, Hauptmann. Es tut mir leid. Wir werden dafür sorgen, dass eure Überreste nach Hochfels zurückgebracht werden. Folgt dem Hauptmann, Gefangener. Ja, sehr nett. Ich gehöre nicht hierher. Sie geht zum Block. Kopf ab, fertig. Ulfric Sturmmantel. Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Was war das? Es ist nichts. Weitermachen. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Aetherius übergeben. Um Talos Willen schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Wie ihr wünscht. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das auch sagen? Eingekistet. Kaiserlichen Dreckskerle! Gerechtigkeit! Tod den Sturmmänteln! Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Bretone, ihr seid dran. Na nett. Da ist es wieder. Habt ihr das gehört? Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Zum Block, Gefangener. Schön weitergehen. Hätte der Blödmann mal lieber noch ein bisschen gewartet. Was beim Reich des Vergessens ist abstellen. Wachposten, was habt ihr gesehen? Den Wolken. Göttern, ein Drache. Ein Drache. Wo sollen wir denn hin? Ja, und? Was ist das für ein Ding? Könnten die Legenden wahr sein? Legenden brennen keine Dörfer nieder. So, können wir jetzt hier. Ja, Quest brauchen wir jetzt nicht. Können wir jetzt hier erstmal in die Einstellungen gehen, bitte? Zack, Gameplay. Cursor ist mir viel zu langsam. Schwierigkeitsgrad. Wollen wir es gleich übertreiben? Na, wir spielen auf Experte. So. Gut. Anzeige. Die Untertitel schmeißen wir nochmal mit rein. Finde ich immer nie verkehrt. Dann kann man immer nochmal ein bisschen was mit nachlesen. So. Audio. Oh, das ist alles schon auf Maximum. Ja, irgendwie finde ich das gerade bei mir ein bisschen leise. Naja. Werden wir schon hinbekommen. Steuerung, wo war denn nochmal schnell speichern? Emma, das brauchen wir auf jeden Fall. F5. Gut. Passt. Wir müssen los. Jetzt. Ich
Ich hoffe, für euch ist es nicht zu leise. Wenn nicht, dafür gibt es ja den Untertitel. Hallo. Ja. Seht ihr das Gasthaus auf der anderen Seite? Springt durch das Dach und lauft immer weiter. Los, wir folgen euch, sobald wir können. Hoppala. Aua. Ich kann auch nichts looten. Schade, schade, schade. Oh, jetzt ist die Maus zumindest schon mal ein bisschen schneller. Das passt mir schon mal ganz gut. Ja, ja. Gunnar, kümmert euch um den Jungen. Ich muss General Tullius suchen und mich der Verteidigung anschließen. Die Götter mögen euch leiten, Hartwar. Immer noch nichts zu looten. Bleibt nah bei der Wand. Hallo. Mit Feuer auf Feuer schießen. Sehr sinnvoll. Das hat keinen Sinn. Verdammter Verräter! Aus dem Weg! Wir fliehen, Hartmann! Diesmal halten wir uns nicht auf. Schön. Ich hoffe, der Drache bringt euch alle nach Sofengarde. Hui. Los in die Festung! Flup. Jo, danke. Achso, ich bin noch immer noch gefesselt. Sieht aus, als seien wir die einzigen Überlebenden. War das wirklich ein Drache? Ein Bringer des Endes aller Tage? Wir machen uns besser auf den Weg. Kommt her. Lasst mich sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. Ja, mach auf. Na bitte, sucht euch etwas aus. Hier gibt es ja reichlich Zeug. Ich sehe mal, ob ich etwas gegen diese Verbrennungen finde. Looten, ausräumen. Seht nach, ob ihr in einer dieser Kisten eine Rüstung findet. Erstmal Gold. Bla, 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 bla. Das ist alles nichts wert. Das ist immer das Problem in dem Spiel. Man müllt sich mit allem zu. Es muss ein, zwei Schwerter in diesen Truhen geben. Du wiederholst dich. So, da haben wir alles. Besen, nichts wert. Wein. Wein ist immer gut. Da steckt ein Schwert. Ja, ist doch gut. Mann, Mann, Mann. Und schwingt das Schwert ein wenig. Wir sollten in Bewegung bleiben. Das Ding. So, Objekte war das, glaube ich. Kleidung. Ja, Fußlappen. Nee. Ausrüsten, ausrüsten, ausrüsten. So. Essen brauchen wir nicht. Waffen. Da nehmen wir bitte mal eins. Spiel Q, um das Favoritenmenü aufzurufen. Ja. Ja. So. Gut. Und damit verabschieden wir uns von der ersten Folge Skyrim. Wenn es gefallen hat, lasst ein Däumchen da und wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Gerne freue ich mich immer über Feedback, Kommentare etc. Blabla. Also, fleißig in die Tasten gehauen. Macht's gut!